Hi und Servus und willkommen Rollenspielen zu. ist langweilig. Ja, Gehen machen wir wir irgendwo gleich. hin. Entschuldigung, nochmal. Hallo und herzlich willkommen zurück zu meiner Freundin Peppa Woods. Es kommt vom Himmel. Eiscreme, Eiscreme. Wer möchte Eiscreme? Ich. Können wir bitte ein Eis bekommen? Ich denke, ein Eis wird schon nicht. Dann ist es entschieden. Eiscreme für alle. Okay. Hallo, Frau Mümmel. Hallo, Peppa und Schorsch. Und Mama und Papa Wutz. Und da ist ja noch jemand. Hallo. Hi. Möchtet ihr ein Eis haben? Ja, bitte. Bitte. Einmal Eiscreme für alle, Frau Mümmel. Kommt sofort. Eins für Schorsch. Oh. Eins für Mama Wutz und eins für Papa Wutz. Ja, wo ist meins? Und Danke, Peppa? Frau Mümmel. Danke, Frau Mümmel. Eins für Peppa. Danke, Frau Mümmel. Und eins für dich. Dankeschön. Ich will Vanille oder Zitrone. Oh, lecker Eis. Lecker, lecker. Jetzt komm, lass es machen. Das wär's. Okay. Einen schönen Tag Ich noch. glaube, Danke, viermal. Frau Mümmel. Ich liebe Eis. Peppa liebt Eiscreme. Alle lieben Eiscreme. Wann geht denn das weiter? Ich würde gerne wissen, wann. Eigentlich wollten wir zum Kindergarten, aber okay. Warte für zu jumpen. Komm, weiter geht's. Lalalala. Oh, Drachen steigen. Also, wir gehen doch nicht in den Kindergarten anscheinend. Ich habe keine Ahnung, wie wir da hinkommen hier. Gucken wir später vielleicht. Sorry. Das Spiel ist halt irgendwie. Total unkoordiniert, unkontrolliert. Hui. Hui. Ja, dransteigen. Und jetzt? Okay. Laufen wir mal weiter. Meine Mutti sagt ja anscheinend nichts zu uns, ihre Mama. Endlich Haus der Großeltern. Da wollte man eigentlich schon, ich glaube, in der Aus vorletzten Folge der hin. Großeltern. Glaube. Ja, doch in der vorletzten Folge, glaube ich, hin. Das ist das Haus von Oma und Opa. Okay. Opa ist immer im Garten und Oma kümmert sich um die Hühner. Ich stand die Das ist Hühner. das Haus von Oma und Opa Wutz. Peppa hat hier immer sehr viel Spaß. Ich kann mich nicht dran. Was? Echt? Okay. Am Auto fahren. Ach. Olli Piepmatz macht alles nach, was du tust. Okay. Spring doch mal. Oder mach einen Ton. Oh nein! Pollys Futternapf ist leer. Oh nein. Sie hat bestimmt Hunger. Lass uns etwas Futter suchen und den Napf auffüllen. Okay, Peppa. Ist Futter. Bitte schön, Polly. Schau mal, Polly. Wir haben Futter für dich. Damit du Kraft zum Springen und Piepsen hast. Natürlich, Peppa. Das schmeckt toll. Das schmeckt so toll. Oh. Der Vogel ist riesig. Der Napf ist schon voll. Wir brauchen nicht noch mehr. Komm, ich geh mal deine Oma und deinen Opa suchen. Okay, dann setz ich mich dahin. Okay. Bestimmt draußen. Wo sind sie denn? Komm, wir gehen jetzt mal in den Kindergarten. Gehen wir hier lang? Kann man denn runterlaufen? Stimmt. Ja, kann man. Ah, die Erdbeeren.
Trauben, Kürbisse und Opa. Na, Opa? Opa, was machst du da? Ich sähe Samen aus, damit neue Pflanzen im Garten wachsen. Oh. Möchtet ihr mir helfen? Au ja! Sehr gerne. Was sollen wir denn tun? Nun, zuerst könnt ihr eine Pflanze im Garten aussuchen und einen Samen davon holen. Egal welche? Ja, Peppa. Such dir eine aus. Aber ich weiß nicht, welche gut ist. Ich hab's. Du kannst mir aussuchen helfen. Hilf Peppa und Oma, eine neue Pflanze im Garten zu pflanzen. Okay. Geh zu einer Pflanze und nimm einen Samen. Ja, hol mal Kürbis. Such einfach eine Pflanze aus und hol einen Samen. Erdbeeren sind lecker. Klar, ich einfach mal gerade so einen Samen da. Habt okay. ihr einen Samen? Ja, gut haben wir. Gemacht. Dann kommt und pflanzt ihn hier ein. Wo? Ah, da wo A ist, okay. Erst machen wir ein kleines Loch. Dann kommt der Samen rein. Und blub. Dann tun wir Erde drauf und gießen ihn. Okay. Kann ich die Gießkanne nehmen? Ist aber schwer. Fantastisch. Jetzt wächst hier eine neue Pflanze. Ja, das will ich ja hoffen. Dauert das sehr lange, Opa? Oh ja, Pflanzen wachsen ganz langsam. Ihr solltet immer mal vorbeikommen und schauen, wie die Pflanze gewachsen ist. Natürlich, Opa. Gute Arbeit. Du hast einen Samen in Opas Garten gepflanzt. Komm immer mal vorbei und schau, wie die Pflanze gewachsen ist. Okay. Die andere Richtung. Was ist das? Opa, was ist das? Oh, das nennt man Kompost. Eine besondere Art Dreck, mit der ich das Gemüse dünge. Aber Vorsicht, das Zeug stinkt. Was heißt Dünge, Opa? Das heißt, es hilft dem Gemüse, größer und leckerer zu wachsen. Probier's doch mal aus und verteil etwas auf dem Beet hier. Hoho, gut gemacht. So werden die Pflanzen groß und stark. Danke, Opa. Warte mal. Geht's da lang? Ah, die Hühner. Können wir nichts machen mit der jetzt? Okay. Was sollen wir jetzt tun? Ich will gerne mit den Hühnern spielen, aber. Okay, gehen wir wieder zurück. Gehen wir mal zum Opa. Oh, hallo Kinder. Habt ihr Spaß? Ja, ja. Opa. Wir haben ganz viel Spaß. Ich hab mich gefragt, mögt ihr Flugzeuge? Oh, ja. Fantastisch. Dann kommt doch mal mit. Alles klar. Wo gehen wir hin, Opa? Das seht ihr gleich. Nur Geduld. Der alte Seebär. Da sind wir. Wartet bitte eine Sekunde hier. Da ist ein Flugzeug drin. Da bin ich erstmal gespannt. Ach je. Wo hab ich's denn? Aha. Hier ist es. Was ist das, Opa? Ein Modellflugzeug. Schaut. Wow, Opa Wutz hat ein Modellflugzeug gebaut. Warum dreht er nicht einen Looping? Alle guten Dinge sind 3, 4 und 5 und 6. Oder wie wäre ein Flug ums Haus? Hui! Gerne. Wo ist denn das Haus?
fliegen wir erstmal ganz hoch. Ganz hoch in die Wolken. Oh. Was war das? Wie kam Oma Wutz so schnell? Das ist etwas schwierig. Das ist das tollste Modellflugzeug auf der ganzen Welt. Dankeschön, Peppa. Peppa und Opa lieben Modellflugzeuge. Alle lieben Modellflugzeuge. Nee, ich weniger. Jetzt geh ich nochmal drüber. Ich will wissen, wieso redet die mit uns nicht? Ich verstehe das nicht. Wieso redet sie mit uns nicht? Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zurück zum Haus von Oma und Opa. Aber ich glaube nicht, dass er uns noch was erzählen kann. Gehen wir einfach mal gucken. Da kann jetzt zu dem Auto gehen. Gehen wir hier lang! Gehen wir ans Auto. Weil da kann man bestimmt jetzt irgendwo hinfahren mit denen. Ja, kann man. Die fahren jetzt bestimmt nach Hause. Oh je. Hallo, Herr Bulle! Was passiert hier? Hallo, Familie! Hallo, Kinder! Hallo, Kinder! Wir sind gerade dabei, diese Straße hier zu reparieren. Was ist mit der Straße passiert? Der Baum in der Nähe hat mit den Wurzeln ein paar Beulen gemacht. Es war zu gefährlich, darüber zu fahren. Aber keine Sorge, Herr Rino und ich kümmern uns darum. Wir lassen euch mal arbeiten. Kommen wir hier wohl vorbei? Hoho! Ja, ihr könnt daneben entlang fahren. Vorsichtig! Okay, vielen lieben Dank. Wiedersehen, Herr Bulle! Wiedersehen, oh. Herr Rino! Okay. Danke fürs Reparieren! Ampel war grün, also dürfen wir... Okay, super. Passt. Komm, Vollgas, Opa. Also wir schaffen es irgendwann auf jeden Fall noch in den Kindergarten. Das der bin Strand! Ich fest davon überzeugt. Verlängern wir halt die Folge heute. Und wir sind da. Aber Opa, Oma, wo ist denn der Sand? Ei. Nun, das hier ist ein Feldstrand. Darum gibt es Steine statt Sand. Oh, wir wollten doch Sandburgen bauen. Was machen wir denn nun? Keine Sorge. Auch an diesem Felsstrand kann man jede Menge Spaß haben. Wenn ihr euch umschaut, findet ihr Felsbecken mit Wasser zwischen den Steinen. Darin könnt ihr ganz viel entdecken. Das stimmt. Okay. Wenn sich das Meer zurückzieht, hinterlässt es immer tolle Dinge in den Felsbecken. Ehrlich? Was für Dinge finden wir denn dort? Schaut doch mal zusammen in die Felsbecken und sammelt eure Fundstücke im Eimer. Schaut in die Felsbecken am Strand und zeigt Oma und Opa Wutz, was ihr dort findet. Mhm. Ey, ich hab Geld. Guck mal, Geld? Ich hab was, was schön glänzt. Eine Münze. Vielleicht gehörte sie mal einem Piraten. Boah, ja. Ich liebe Piraten. Wer liebt die Piraten nicht? Aber ich hab die gefunden, ne, du? Oh, cool. Ich habe eine Krabbe gefunden. Nein, ich habe eine gefunden. Verstecken sich gern in Felsbecken. Lass dich nicht in den Finger zwicken. Oh nein, sei keine freche Krabbe. Gucken wir noch mal rein. Eine Muschel. Eine Muschel. Hey. Und eine richtig große Erfolg. Noch dazu. Wusstest du, dass du das Meer rauschen hörst, wenn du eine Muschel ans Ohr hältst? Wirklich? Wow! Glückwunsch! Ihr habt alles in den Felsbecken gefunden und dabei eine Menge über Felsstrände gelernt. Okay. Gehen wir mal weiter. Geht nicht? Okay. Gehen wir da. War's das schon? Warte mal, gehen wir da runter. Ich muss zu Fuß gehen. Ah! Mama und Papa sind auch da, der Georgi. Ja. Da kann ich mir die Karre ausmachen. Mama, Papa, hier seid ihr! Hab
Habt ihr eine schöne Zeit mit Oma und Opa Wutz? Ja, total. Ja, Mama! Wie schön. Suchen wir uns doch ein Plätzchen im Sand zum Hinsetzen. Okay. Dieser Ort sieht doch ganz schön aus. So. Gucken wir mal, was wir da noch finden. Was ist da drin? Wieso ist das normaler Sand? Normaler Sandstrand jetzt? Okay. Ich dachte, Opa und Oma haben doch gesagt, es wäre so ein Steinstrand. Bauen wir eine Sandburg. Erst tust du Sand in den Eimer. Okay. Alter, aus der Entfernung driftet das Ding. Dreh den Eimer um und heb ihn dann hoch. Okay. Tada! Und Tada. Jetzt darfst du sie einreißen. Ich liebe Sandburgen. Das war doch keine Sandburg. Komm, ich spiel den Ball. Ja. Los, Peppa, zu mir. Jawohl. Und nochmal, hopp, Schorsch, komm. Jawohl, Schorsch. Alter, komm. Und, ja. So, noch eine Runde, dann habe ich keine Lust mehr. Sehr langweilig dann. Hopp, und, jawohl. Und nochmal zu mir. Jawohl, super. Da gebe ich noch eine Runde. Cool. Ach, das ist schön. Na, Papa Wutz. Moment. Nur die andere Richtung entlang. Ah, Wasser. Gehen wir schwimmen! Ja, schwimmen. Warte einen Moment. So könnt ihr nicht gehen. Wieso nicht? Ach so. Oh, okay. Safety first. Sicherheitsluftgummiärmchen. Schwimmärmchen. So, Schwimmärmchen. Genau, gab's früher, ja. Hab schon auch getragen als Kind. In dem Alter, glaube ich, wo die sind. Die sind. Ich könnte aber schon mal meine Kappe ausziehen, aber irgendwie möchten wir sie wohl anbehalten. Ach du Süße. So, ich geh's wieder zurück. Und jetzt gehen wir mal zu Oma und Opa Wutz. So, fahren wir wieder. Düdüt. Und Vollgas, Opa. Hallo, Herr Bulle. Was passiert hier? Hallo, Familie! Hallo, Kinder! Wir sind gerade dabei, diese Straße hier zu reparieren. Was ist mit der Straße passiert? Der Baum in der Nähe hat mit den Wurzeln ein paar Beulen gemacht. Es war zu gefährlich, darüber zu fahren. Aber keine Sorge, Herr Rino und ich kümmern uns darum. Wir lassen euch mal arbeiten. Kommen wir hier wohl vorbei? Hoho! Ja, ihr könnt daneben entlang fahren. Vorsichtig! Okay, vielen lieben Dank. Wiedersehen, Herr Bulle! Wiedersehen, Herr Rino! Was war doch gerade eben? Danke fürs Reparieren! Ich hatte vorhin schon mal gefragt, warum die Straße repariert werden muss. Ich komme vor wie so einer Zeitschleife. So, jetzt gehen wir mal wirklich mal zum Kindergarten. Hast du Großeltern? Das ist das Haus von Oma und Opa Wutz. Peppa hat hier immer sehr viel Spaß. Das stimmt. Polly Piepmatz macht alles nach, was du tust. Ja, das haben wir doch schon. Mal. Nein. Oder mach einen Ton. Da waren wir schon. So, Freunde, jetzt gehen wir erstmal gucken. Ob mal endlich mal in den Kindergarten kommen. Das gibt's doch nicht. Da waren wir schon. So, das haben wir schon gemacht. So, Matschepfütze haben wir gehabt. Nach Hause. So, jetzt fahren wir mit dem Auto, würde ich sagen. Genau. Jetzt müssten wir eigentlich zum
Kindergarten kommen, oder? Ich glaube ja. Ja, der Kindergarten, da ist er. So. Der Kindergarten. Ich würde sagen, das sehen wir aber in der nächsten Folge uns an, wie wir in den Kindergarten reingehen. Ich würde sagen, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war etwas holprig. Bis dahin. Aber ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Mir macht das Spiel schon Spaß. Es ist aber, ja. Peppa regt mich ein bisschen auf. Aber gut, okay. Dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.